Mehr als 60, überwiegend junge Helmstädter trafen sich am Mittwochabend im Schützenhaus, um die Meinung der Bürgermeisterkandidaten Dr. Friedhelm Possemeyer und Vitti Schobert zu Themen von jugendlichem Interesse zu erfahren. Moderiert von Lars Alt, einem jungen FDP-Politiker, nahmen zwei der drei zur Wahl stehenden Kandidaten die Möglichkeit wahr, sich und ihre Ideen einem jungen Publikum zu präsentieren. Nach einer kurzen Einführungsfrage wurde es dann ernst. Beide Kandidaten sollten dem jungen Publikum erklären, wie sie zur Politik gekommen sind. Ich bin schon in jungen Jahren, so in Ihrem Alter auch, politisch interessiert gewesen. Das war allerdings, muss ich dabei sagen, auch eine Zeit, in der es modern war, dass sich Jugend für Politik interessierte, insbesondere auch für Kommunalpolitik interessierte. So blieb das eigentlich gar nicht, konnte es gar nicht ausbleiben, dass ich in diesen Sog auch hineingezogen wurde. Das war auch die Zeit damals des NATO-Doppelbeschlusses, der Nachrüstung. Das war eine sehr emotionale Zeit da. Also da musste man einfach politisch interessiert sein. Ich bin dabei geblieben, bei mir ist es nicht nur eine Mode gewesen, sondern seitdem begleitet mich das Interesse für Politik mein ganzes Leben lang schon. Das können Sie auch daran ermessen, dass ich neben den Rechtswissenschaften auch Politikwissenschaft studiert habe, dort in dem Fach im Übrigen auch promoviert habe. Und ich habe meine ganze berufliche Laufbahn immer im politischen, zumeist sogar im kommunalpolitischen Bereich absolviert habe. Wie bin ich zur Politik gekommen? Im Grunde genommen bin ich zur Politik gekommen über die Jugendarbeit und über die Arbeit im Schülerrat. Mit 15 Jahren bin ich im Jugendrotkreuz aktiv geworden, bin dann auch Gruppenleiter geworden im Jugendrotkreuz und zur gleichen Zeit bin ich am Julianum-Gymnasium Helmstedt zum ersten Mal zum Schülersprecher gewählt worden, dann auch noch 5 weitere Jahre als Schülersprecher. Und über die Arbeit im Schülerrat, im Stadtschülerrat, im Kreisschülerrat bin ich dann sehr schnell zur Politik gekommen, zur Jugendpolitik, Junge Union. Ich habe hier in Helmstedt 86 den JPU-Stadtverband wieder gegründet und sehr schnell ging es dann auf einmal mit der sogenannten politischen Karriere, als ich 1991 mit 21 Jahren jüngster Ortsbürgermeister in Deutschland wurde. In meinem Heimatdorf Barmke bin ich gewählt worden und so bin ich zur Politik gekommen. Warum? Weil es einfach Spaß macht, sich für Menschen einzusetzen. Thematische Schwerpunkte wie ein nicht vorhandener nächtlicher Busverkehr, die Arbeitsmarktsituation und politische Mitbestimmungsmöglichkeiten in Form eines Jugendparlaments standen ebenso zur Diskussion wie ein innerstädtischer Jugendtreffpunkt. Darauf, dass beim letzten Punkt ein dringender Bedarf besteht, konnten sich beide Kandidaten sofort einigen. Beiden Kontrahenten jedoch schien es schwer zu fallen, sich auf ein junges Publikum einzustellen. Ein echter Dialog kam nicht zustande und ein Zwischenruf aus dem Plenum kritisierte, beim Musikantenstadel würde es flotter zugehen. Zum Abschluss riefen beide Kandidaten die jungen Wähler auf, am Sonntag ihre Stimmen abzugeben. Denn dies sei nicht nur ihr Recht, sondern ihre Bürgerpflicht. Für mich ist eines wichtig, und das jetzt im SMS-Spiegel, dass sie wählen gehen. Dass sie nicht nur die Rechte als Jugendliche und Heranwachsende zugestanden bekommen, die ihnen immer mehr zuwachsen. Sie müssen auch ihre Pflichten fürs Gemeinwesen erkennen. Deswegen gehen sie wählen. Wen ist eigentlich egal? Ich würde mich auch freuen, wenn alle wählen gehen. Und ich würde mich noch mehr freuen, wenn alle, die wählen gehen, nachher mich auch wählen. Warum? Weil ich gerne etwas für Helmstedt erreichen, schaffen will. Dankeschön. Die Idee hinter der Veranstaltung kam bei den Besuchern gut an. Allerdings kritisierten einige Teilnehmer unkonkrete Antworten und die verhaltene Stimmung. Ganz gleich, welcher der Kandidaten Bürgermeister wird. Den Dialog mit den jungen Bürgern kann er dann ruhig noch ein wenig üben. Ja, es waren auf jeden Fall interessante Themen dabei. Man hat viel gehört, gerade was jetzt für uns Jugendliche gemacht wird. Das war ja auch im Hintergrund. Allerdings so ein bisschen mehr Diskussionen auch. Wortmeldungen hätten mehr sein können. Und gerade so wie der Schwung hat gefehlt. Also es war doch ein wenig. Die Stimmung war nicht so blendend. Ja, also ich fand die Diskussionsrunde an sich ganz gut. Die Idee war wirklich für uns Jugendliche sehr interessant zu lesen. Und deshalb sind, denke ich mal, von uns auch relativ viele hier erschienen. Was mir nicht so gut gefallen hat, dass einige der Kandidaten leider die negativen Punkte der Stadt Helmstedt aufgegriffen haben. Allerdings keine wirklichen Verbesserungsvorschläge genannt haben, sondern immer nur um das Thema herumgeredet wurde, aber nicht irgendwie konstruktiv darauf eingegangen ist. Ich finde es zum einen schade, dass wir zwei von den vorgehenden Bürgermeisterkandidaten anwesend waren und nicht auch der Herr Nettermeier. Sicherlich hätte es auch dazu geführt, dass diese Vorlesung hier, war ja fast eine Vorlesung, Diskussion noch länger gedauert hätte. Was halt sehr langatmig war, weil eigentlich muss ich sagen, dass ich es gut fand, dass Themen wie das Nachtcafé
Nachtcafé, die Nachtschüsse oder halt das Café in der Innenstadt aufgegriffen worden.